Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu The Troop. Die vierte Mission unserer Kampagne steht an. Ihr seht's, wir schreiben den 18. Juni 1944 und kämpfen jetzt das zweite Gefecht hier an der Kreuzung in Escoville. Wir haben sie ja in der letzten Mission eingenommen. Also, schauen wir mal, wie ist die Situation? Obwohl unser Angriff am 16. Juni die vordere feindlichen Stellungen rund um die Straßenkreuzung überrannte, kam er in Richtung Escoville kaum weiter voran und wurde durch schweres Artilleriefeuer gestoppt. Wir haben den gestrigen Tag zur Neugruppierung genutzt und werden nun unseren Angriff erneuern, diesmal mit dem Ziel, die feindliche Grenze zwischen, ja gut, okay, das heißt also praktisch die feindliche Grenze zwischen der 51. Highland Division und der 6. Airborne Division, das heißt da, wo diese beiden Einheiten nebeneinander gruppiert sind, da wollen wir reinstoßen. Das ist natürlich ein Vorteil, was die Organisation des Feindes dann eventuell angeht. Das ist eine Schwachstelle. So, wir gucken mal. Wir haben feindliche Infanterie, Fallschirmspringer oder Fallschirmjäger und mobile Anti-Tank-Guns. So, unsere Mission. Durch die Kreuzung nach Osten vordringen und die feindlichen Kräfte spalten. Okay, die britischen Luftlandetruppen scheinen die Gefahr erkannt zu haben und sind bereits auf dem Weg zum Abfangen oder zum, ja. Okay, also sie haben diese Gefahr erkannt und werden uns wahrscheinlich entgegenlaufen. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schon der Moment für unsere 8-8 jetzt in der Auswahl? Wobei, sehe hier nichts von feindlichen Panzern, sondern nur diese mobile Anti-Tank-Guns. Nein, ich denke, wir werden noch keine 8-8 aufstellen. Aber wir schauen jetzt mal an, was wir für eine Auswahl haben. Ob irgendwas Neues hinzugekommen ist. So, da wären wir. Wir haben unsere Platoon Ziegler. Dann haben wir Hermann noch mit zwei Mann. Und wir sehen hier übrigens das, was, ich glaube, wir haben das beim letzten Mal, war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wir sehen hier aber, dass die einzelnen Gruppen, die werden wieder aufgefüllt. Also hier sind wir jeweils auf voller Mannstärke. Fünf Mann, drei Mann. Was vernichtet ist, ist vernichtet. Das ist klar. Aber das heißt, es lohnt sich hier durchaus, diese runtergeschossenen, also wenn man noch ein Mann oder zwei Mann in so einer Infanteriegruppe hat, die dann zu retten. Das sorgt also dafür, dass man, dass zumindest diese Fünfergruppe wieder voll einsatzfähig ist. Und wirklich nur das fehlt, was komplett vernichtet wurde. In diesem Fall haben wir hier diesen Pack 36 verloren. Dieses SDKFZ. Ja, Grüße gehen raus. Wem das nicht passt, oben rechts ist so ein kleines X, da kann man draufdrücken und dann schließt sich das Video, dann schließt sich YouTube. Ich werde mit Sicherheit nicht jedes Mal Sonderkraftfahrzeug zu diesen Fahrzeugen sagen. Aber vielen Dank für die Belehrung. Ich glaube, ich habe mich schon lang genug mit der Materie auseinandergesetzt, um zu wissen, dass das Ding Sonderkraftfahrzeug heißt. Ich werde es trotzdem der Einfachheit halber in Zukunft weiterhin SDKFZ nennen. Vielen Dank. So, das dazu. Machen wir weiter. Wir haben drei Panzer noch ausgewählt. Drei Panzer 4. Das könnte man jetzt natürlich wieder, wir könnten die Marder wieder reinnehmen. Da haben wir ja einen verloren. Wir haben, wie viele Punkte haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch 805 übrig. Also das ist eine Menge. Da kann man schon noch ein bisschen was reindrücken. Leider sind die hier weg. Das war ein bitterer Verlust, diese beiden Aufklärungsfahrzeuge. Nun denn. Also, ich würde fast sagen, wir nehmen hier mal das Platoon Schmidt, die Panzergrenadiere. Da haben wir eine schöne Mischung. Da sind erstens haben wir fünf Infanteriegruppen. Vier davon mit leichtem Maschinengewehr, einer HQ-Einheit und wir haben so ein S-307, so ein Beutefahrzeug noch mit dabei.
Die nehmen wir mal mit rein. Jetzt haben wir noch 260. Wie sieht es denn aus, wenn man die hier später reinbringt? Kosten sie trotzdem noch 329. Reicht nicht, sowas als Verstärkung zu bringen. Aber eventuell so eine leichte, so ein leichtes Infanteriegeschütz, das könnte doch auch ganz nett sein. Na, warte mal, ich überlege mir es nochmal. Wir nehmen Schmidt hier nochmal raus. Also was haben wir an Infanterie? Einmal, zweimal, dreimal. Also vier Infanteriegruppen und ein mittleres Maschinengewehrteam. Und hier ist auch noch eine Hackbuck-Gruppe. Also so wenig Infanterie haben wir aktuell gar nicht. Lass uns mal nur den Simon dazu nehmen mit dem Infanteriegeschütz. Dann haben wir immer noch 585 Luft. Und dann können wir nämlich dafür noch einen Panzer reinnehmen. Und da würde ich fast sagen, wir nehmen mal einen Panzer als Verstärkung. Da ist ein Panzer 3 dabei, das ist aber durchaus okay. Geht ja scheinbar jetzt hier hauptsächlich um feindliche Infanterie. Wir nehmen die mal auf Verstärkung. Oh, jetzt habe ich zweimal geklickt. Wen habe ich jetzt noch mit reingeholt? Irgendwas habe ich jetzt zu viel reingeholt. Meier, glaube ich, ne? Ja. 291 sind es noch. Wir nehmen die hier auf Verstärkung. Und wir nehmen den einen Marder ebenfalls noch auf Verstärkung. Und dann passt das. Also es kommt einiges nach. Ihr seht es, ein Marder. Diese zwei Infanteriegruppen mit dem Sniper kommt als Nachschub. Und diese beiden Panzer. Der Rest ist von Beginn an da. Ich denke, da sind wir ganz ordentlich aufgestellt. Also, gehen wir rein. Gut, 14 Einheiten zu Beginn. Wir müssen 6 Objectives abdecken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also bei laut Missionsziel gehe ich ja quasi mal davon aus, dass wir jetzt Feinde hier auf dem linken Flügel haben und Feinde hier auf dem rechten Flügel. Und unser eigentliches Ziel ist ja, diese zu splitten, also irgendwie mittendurch zu stoßen. Wo ist denn eigentlich unser Mortar-Bursche? Dieser Beobachter, der ist nicht mehr da. Haben wir den verloren? Den haben wir doch gar nicht verloren, oder? In der letzten Mission? Hatten wir auf den jetzt keinen Zugriff? So, pass auf. Wir werden hier relocate. Wir setzen den mal ein bisschen hier rüber. Ich will die Fahrzeuge ein bisschen besser schützen. Deswegen beginnen wir die mal in einer Deckung aufzubauen. Der ist okay hier ganz außen. Ja, den Panzer will ich auch lieber außen stehen haben. Wir bringen ihn mal hier hin. Und hier hin. Okay. So finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Und da ist unser Infanteriegeschütz. Ah, das finde ich, mit dem gehen wir mal hier rüber. Und das mittlere Maschinengewehrteam, das nehmen wir hier. Okay, gehen wir rein. Begin Battle. Der erste Zug ist wieder beim Feind. Mal schauen, ob hier direkt wieder Mörserbeschuss reinkommt, wie in der letzten Mission.
Nein, da kam nichts diesmal. Okay, wir haben... Okay, also das heißt, schaut mal. Diese Punkte hier sind jetzt rot geworden. Das heißt, die waren vorher weiß. Ich gehe dadurch also mal davon aus, diese Tatsache jetzt in Verbindung mit dem Mission Briefing, dass der Feind dass die Gefahr erkannt hat und zum Gegenangriff ausholt, bedeutet für mich, dass hier in diesem Bereich noch keine Feinde sind. Also wir hatten ein typisches so Engagement. Das heißt, der Feind ist am hinteren Kartenrand gestartet, während wir hier an diesem Kartenrand gestartet sind und wir marschieren aufeinander zu. Das heißt, ich erwarte jetzt hier in dem Bereich noch keine Stellungen. Kann ja auch nicht sein, denn die Objectives sind noch neutral. Das heißt, hier sind nirgends Feinde. Also sollten wir zumindest mit der Infanterie versuchen, schnellstmöglich hier vorne Positionen zu bekommen, um dem Feind nicht zu viel Raum zu geben. Fangen wir mal von rechts nach links an. So, vorwärts. Hier auch vorwärts. Und hier ebenso. Und dann schauen wir mal, was wir hier am besten einsehen können mit dem Panzer. Line of Sight Tool nutzen. Also wir wissen, dass der Feind natürlich auch diese mobile Pack hat, wurde uns ja angekündigt. Wie weit können wir fahren hierhin? Okay. Wir fahren mal wirklich nur ein Feld. Obwohl, nee, das bringt nichts. Ich hatte gehofft, dass, wenn wir ein Feld fahren, haben wir ja noch diesen Overwatch, aber ich müsste dazu jetzt auch den Turm in diese Richtung drehen und dann verlieren wir die Overwatch-Option. Also können wir auch noch ein bisschen weiterfahren. Was wir allerdings, na gut, jetzt ist eh vorbei. Ich wollte ihn jetzt noch rausschauen lassen. So, hier einfach nur vorwärts, Marsch, Marsch. Das ist das mittlere Maschinengewehr. Das packen wir hier natürlich zusammen, weil wir uns bewegen wollen. Hier rüber. Gucken wir, dass wir schnellstmöglich dieses Objective hier bekommen. Den Panzer lasse ich stehen. Das SD-Kfz lasse ich stehen. Oder fahren wir hier ein Stück in den Wald rein? Wir fahren ein Stück in den Wald rein. Und lassen dann aber die Soldaten aussteigen. Hier haben wir unser Infanteriegeschütz. Das packen wir auch zusammen. Damit möchte ich auch weiter vorrücken. Das ist hier, glaube ich, ein ganz gutes Gebiet. Ne? Wenn wir hier haben wir eventuell ein gutes Sichtfeld. Wir schauen mal, ja. Guck mal, wenn wir uns hier reinstellen irgendwo, können wir hier doch ganz ordentlich abdecken mit dem Infanteriegeschütz. Ich glaube, die Position ist nicht schlecht. So haben wir hier auch nee, hier ist keine Besatzung mehr drauf, also keine Infanterieeinheit mehr drin. Nur die Fahrer. Das heißt, das ist im Endeffekt einfach nur ein mobiles Maschinengewehr. Ist okay. Ein Feld fahren, wir haben den Overwatch noch und wir decken hier relativ weit rein. So, der Panzer
Den lasse ich hier auch erstmal stehen. Den lasse ich hier stehen. Okay. Das heißt, ich gucke nochmal hier unten drauf. Bis auf Panzer haben wir soweit alles bewegt. Diese Einheit könnte noch ein Feld laufen, aber nicht durch... Nee, dann end turn. So, vom Feind noch nichts zu sehen. Wir machen wieder weiter von rechts nach links. Gruppe Simon, Gruppe Ziegler. Jetzt nehmen wir den Panzer und fahren. Geradeaus zu. Hier geht's ab durch die Hecke, hier auch. Hier ist unser mittleres Maschinengewehr, da würde ich auch gerne, ja, wenn wir hier vorne hinkommen, wäre nicht schlecht, dass wir so diesen Bereich mit dem mittleren Maschinengewehr abdecken können. Oder eventuell auch nach rechts. Also ich denke, wenn wir hier drin eine schöne Stellung haben, lass uns mal gucken. Ja, da finden wir mit Sicherheit irgendwas, wo man in beide Richtungen abdecken kann. Vielleicht hier drüben, hier so. Decken wir hier ab, decken wir hier rein ab. Dieses Objective zählt jetzt schon als eingenommen. Sehr gut. Fahren wir hier rein, dann rücken wir mit den Jungs nach vorne. So, hier hatte ich gesagt, jetzt gucken wir mal, was das für eine, was wir hier für eine Sicht haben. Ja, warum nicht, oder? Lass uns doch mal hier, lass uns das Ding mal hier aufbauen wieder. Ich mache hier immer nur ein Feld, dann hätten wir den Overwatch noch. Und ihr seht, der deckt ja hier ganz, ganz gut die Straße ab. Also, da hier ja schon rot geworden ist, dürfte von der Seite definitiv was Feindliches kommen. Deswegen drehen wir jetzt auch mal den Panzer so ein. Denn auch der hat jetzt... Naja, okay, das ist überschaubar. Was ich aber mal mache, ist... Open Hatches, also wir werden die Kommandantenluke öffnen und den Kommandanten rausschauen lassen, hier auch. Und hier auch. Okay, Zug beenden. Nach wie vor nichts zu sehen vom Feind. Es bleibt auch bei den drei hinteren als eingenommen. Also soweit ist er noch nicht vorgestoßen. Das ist nach wie vor neutral. Wir bleiben beim Schema von rechts nach links. Rücken jetzt auf dieses Objective hier langsam aber sicher vor. Den Panzer werden wir dann hier stehen lassen. Also ich glaube, das ist eine Feld, das nehmen wir jetzt noch. Lass uns mal kurz hier schauen.
Ja. Ah, oder zwei Felder. Ja, zwei Felder finde ich gut. Hier fahren wir rein. Und da bleiben wir stehen. Jetzt sehe ich aber gerade mal, sag mal, hat er die... Okay. Der hat offen, ne? Das wird uns hier auch angezeigt. Ich war mir eigentlich sicher, dass man es auch in der Animation, dass man es im Bild sieht, dass man den Kommandanten rausschauen sieht. Naja, Kuppel ist zu hier auf in der Grafik, aber angezeigt wird es als offen. So, die Jungs nehmen wir auch hier rüber und damit haben wir auch, das zählt jetzt schon als eingenommen, das heißt, wir haben den zweiten. Das zweite Objective ist in unserer Hand. Wie viel brauchen wir? 6. So, hier gehen wir in dieses Wäldchen vor. Panzer lassen wir stehen, beziehungsweise ich mache eine Bewegung, dann haben wir den Overwatch noch in diese Richtung. Den lassen wir jetzt auch mal vorfahren. Er bleibt sitzen. Ich denke, hier haben wir eigentlich... Das ist ganz okay. Die Frage ist halt, ob hier wirklich von links übers Feld was kommt. Falls nicht, müssen wir uns doch noch eine andere Position suchen. Da müssen wir eventuell doch nochmal verlagern. Ah. Naja, aber abwarten. Erstmal müssen wir den Feind aufspüren. Noch ist nichts zu sehen. Dieses Objective ist jetzt auch in unserer Hand. Das heißt, wir hätten jetzt 3. Panzer lasse stehen. Und damit beenden wir schon wieder den Zug. Meine Zeit ist genug. Ich glaube, wir haben irgendwas mit 25, 26 Zügen, oder? Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, müssen wir gleich mal schauen, wie viel es waren. Aber es war auf jeden Fall jenseits der 20. Ja, 26 sind es jetzt sogar noch, also waren es insgesamt 30 Züge Zeit. Okay. Lasst uns hier durch das Wäldchen vorrücken. Wie ihr seht, nach wie vor kein Feindkontakt. Den Panzer hier, den lasse ich stehen jetzt. Weiter werde ich mit den Panzern nicht vorrücken. Zumindest nicht, bis wir weitere bestätigte Feindkontakte haben. Was war das gerade für ein Geräusch? Haben wir gerade irgendwo Feinde gesichtet? Haben wir. Hier hinten. Okay, feindliche Infanterie. Hier in diesem Wäldchen. Können wir da reinwirken? Nein, gerade nicht. Aber ist okay. Das passt schon. Wir wissen jetzt, wo die erste feindliche Einheit steht. Und können mal gucken, was er sieht. Das sieht der Feind. Okay, das heißt, er sieht uns. Hier vorne sieht er uns. Unsere Panzer sieht er nicht. Die Jungs sieht er auch nicht. Den hier sieht er. Mit dem können wir jetzt aber eh nichts mehr machen. Dann sollten wir hier jetzt mal noch schnell durch die Hecke durchbrechen, damit wir hier noch vorne rankommen.
Machen wir hier vor und schwenken dann ein. So, das ist das mittlere Maschinengewehr. Ja, ah, die Position finde ich nicht schlecht. Wir haben hier vorne den Bereich und können hier diese Schneise auch noch mit abdecken. Lass uns mal dahin laufen. Also drei Felder hier rüber. 1, 2, 3. Und dort bauen wir jetzt mal auf. Okay. Diese Jungs. Vorwärts, Marsch, Marsch. Hier gehen wir auch an den vorderen Rand. Was sehen wir hier? Das ist natürlich schon überschaubar. Also wir müssen hier rüber auf die andere Seite. Wir müssen in diesen Obstgarten hier rein. Im Idealfall erreichen wir vielleicht auch dieses Gebäude mit der HQ-Gruppe. Und den Rest lasse ich nach wie vor stehen, beziehungsweise komm, mit dem SD-Kfz machen wir wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Behalten nach wie vor aber den Overwatch. So. Okay. Zug beenden. Bin ich gespannt, ob der Feind weiter vorrückt oder ob er die Position, die er jetzt hat, erstmal hält. Nein, er bewegt sich. Okay. Sitzt jetzt irgendwo hier. Damit dürften wir jetzt auch die Sicht auf ihn verloren haben, weil er jetzt von diesem Waldstück hier abgedeckt wird. Aber, ui, das ist interessant. Dieses Fähnchen ist rot geworden. Das heißt, in dem Bereich hier dürfte jetzt Feindaktivität sein. Wo stehen die jetzt hier? Das sieht der Feind. Aktuell doch diese Einheit hier. Bringen wir hier nach vorne und die Ziegler bringen wir auch in den Wald rein. Dort ist sie besser geschützt. Was machen wir mit euch jetzt? Ich glaube, die lasse ich hier sitzen. Sollte sich der Feind hier rausbewegen? Ähnlich. Wie sieht es mit denen aus? Schade. Können wir hier nicht wirken. Den Panzer lasse ich so stehen. Die Jungs bringen wir hierher. Und die Jungs gehen einfach mal durch die Hecke, was relativ viel Bewegungspunkte kostet. So. Hier prüfen wir nochmal. Eventuell, je nachdem, was uns jetzt hier entgegenkommt, müssen wir das mittlere Maschinengewehr doch nochmal verlegen. Die sitzen hier. Ich glaube, die lassen wir hier auch erstmal sitzen und beobachten. Den bewegen wir hier rein. Wir können hier weiter in das Wäldchen reinfahren in den nächsten Zügen und dann, um eventuell hier ein Schussfeld zu bekommen. Der Panzer kann jetzt schon, den lassen wir hier stehen. Und die Jungs, die wechseln jetzt die Straßenseite und gehen hier in den Obstgarten rein. Jetzt müsste das hier eigentlich gleich grün werden. Wenn nicht, bedeutet das, dass der Feind hier schon relativ weit vorgestoßen ist. Und dann wäre es aus diesem Grund noch neutral. Oh! Feindpanzer!
So viel zum Thema linke Flanke. Aha. Aha. Okay, er kann aktuell recht wenig von uns treffen. Hier nicht. Den hier könnte er jetzt treffen, wenn er ihn sieht. Und das war's. Okay, wir drehen diesen Panzer ein. Ein Feld. Drehen hier rum, haben den Overwatch noch aktiv. Wenn er sich bewegt, gute Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn hier treffen können. Und hier müssen wir es ähnlich. Hier mache ich es ähnlich. Hier. Wobei, ich lasse den. Ich drehe hier nur den Turm. Ne? Eigentlich ist das ganz okay, so wie er steht. Wir drehen den Turm gerade. Na, jetzt habe ich doch. Ich doch einen ganzen Panzer gedreht. Okay, na gut. Aber auch da ist der Overwatch noch aktiv, wenn er uns reinfahren sollte. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem SD-Kfz? Da, wo es steht, ist es eigentlich momentan noch ganz gut geschützt. Der Panzer kann ihn nicht einsehen. Ich glaube, da lassen wir es stehen. Decken nach wie vor diese Schneise hier ab. Und dann haben wir hier hinten noch. Ah, die wollte ich sitzen lassen. Okay, die wollte ich sitzen lassen, absichtlich. Das heißt, dann sind alle bewegt. Passt soweit. Wir beenden den Zug. Und haben ein Auge auf diesen Panzer. Er fährt nach vorne. Oha. Oha. Wow. Sehr aggressiv. Und wir kriegen hier den ersten Verlust geschossen. Und noch ein Panzer. Mhm. Okay, also da muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob es gewollt ist vom Spiel, aber da war unsere Aufklärung natürlich nicht so gut. Unsere Aufklärung der Feind-Zusammensetzung. Wenn ich gewusst hätte, dass hier so viele Panzer kommen, dann wären jetzt meine 8-8er schon dabei. Der Feind hat sich jetzt natürlich recht weit bewegt. Das heißt, wir dürften jetzt ganz schön Abzüge bekommen. ...38%, werden wir natürlich trotzdem versuchen. Wir sehen, ja, Target Moving Quickly kostet uns 20%. Wir schießen. Tja. Das ist ein leichter hier. Ein Stuart. Und das ist ein Sherman. Okay. Okay, wir bleiben trotzdem bei unserer Geschichte hier von rechts nach links zu agieren. Also vier Panzer haben wir sichtbar. Hier ist noch ein Sherman. Hier ist ebenfalls noch einer. Drei Shermans und ein kleiner Stuart. Haben wir hier... schau mal. 79% Feuer. Yo, okay. Das hat nicht geklappt und es würde mich jetzt nicht wundern, im Fall, wenn ich mir den Verlauf des bisherigen Spiels hernehme, wenn wir jetzt im nächsten Zug, wenn es jetzt im nächsten Zug zweimal Bumm macht und wir haben zwei Panzer verloren.
So, haben wir hier, wo haben wir hier irgendwo bei diesen Trupps? AT. Nein, haben wir nicht. Wir haben überhaupt keine Infanterie mehr mit AT. Gehen wir hier hin. Oh, mit dem können wir aber auch noch feuern, ne? 44%. Oh, oh. Jawohl, ja. Wir haben 100% Suppression. Das heißt, er kann nichts tun. Er steht und es sah für mich fast so aus, als hätte er ein Kettenrad verloren, oder? Da liegen sie doch da vorne. Moment. Hit side, suppressed, will be forced to close. Also er hat seine Luke geschlossen, die vorher offen war. Damage GP. Also Gunnery Points verloren und ein Besatzungsmitglied hat er auch verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich auch nicht bewegen kann. So, das heißt, da haben wir nächste Runde wahrscheinlich 200% Schüsse drauf. Also der ist höchstwahrscheinlich ausgeschaltet. Hier bleiben wir mal noch eine Runde sitzen. Hier bleiben wir auch stehen. Ah, ich komme nicht in dieses Wäldchen. Okay. Okay. Dann fahren wir hier hin und drehen uns ein bisschen. So, Ziegler Straßenseite wechseln hier rüber. Und unser mittleres Maschinengewehr, das lasse ich so. Jetzt ist die Frage, was können wir hier machen? Ja, wir gehen auf jeden Fall mal ran. So, die hier waren jetzt unter Feuer, haben ja schon einen Mann verloren. Wechseln wir. Oh, oh. Schaut mal, was sie jetzt entdeckt haben. Hier drüben Feinde. Das ist natürlich spannend. Das ist spannend bezüglich dieser Jungs. Können die schießen? Können sie. Aber wir gehen hier. Ist da was? Ich gehe hier in diese Richtung. Ich versuche hier einen Ambush zu machen. Weil ich glaube, ein Ambush tut immer, der tut immer so richtig weh. Wenn die uns da reinlaufen sollten. Komm, einen Zug machen wir noch, denn es dürfte jetzt spannend werden. Was passiert mit dem Panzer IV Schulte hier drüben? Hier mache ich mir weniger Sorgen auf der Seite. Aber hier. Guck noch mal kurz durch. Das Geschütz nicht bewegt. Na, warte mal noch. Was sind das hier für Gruppen? Ja, die wollte ich nicht bewegen. Die auch nicht weiter. Ja, passt. Endturn. Oh, jetzt gibt's Mörserbeschuss und direkten Treffer. Er schießt mit Maschinengewehr auf unseren Panzer. Und fährt zurück.
Aha. Okay. Nächster Panzer. Ist das ein Cromwell? Ich glaube ja. Kommt die Infanterie hier vorwärts? Der leichte Panzer fährt hier rüber, ist in Deckung. Und also den müssen wir jetzt knacken. Der muss jetzt fallen hier, hier außen. Infanterie entdeckt. Scharfschützenteam. Achtung. Kriegen wir den Overwatch? Nein. Aber wir müssten sie jetzt auf dem offenen Feld mit beiden Infanterietruppen treffen können. Ich glaube, hier können wir ordentlich Schaden machen. Ja. 43 mal 5, 43 mal 2, 15 mal 3, Feuer. 70% Suppression, 2 Mann getötet und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Trupp. 1, ja, ausgeschaltet. Sehr schön, die sind uns wunderbar reingelaufen. Jetzt haben wir hier einen Panzer vor der Nase. Ein Crusader ist es, Entschuldigung, ein Crusader. Ah, mit der doppelten Kanone. Das ist ein Anti-Aircraft eigentlich. Aber natürlich auch, also extremst, extremst böse gegen Infanterie. 20 mm müssten das sein, oder? Ja, genau. Also 20 mm Zwillingsgeschütz. So, hier hatten wir Glück, dass uns nichts passiert ist. Können wir, ja, wir könnten beide treffen, aber beide haben sich natürlich auch voll bewegt. Der Crusader ist für uns wiederum keine Gefahr. Also mit den 20 mm dürfte er hier nicht wirklich durchkommen. Gefährlich ist der Bursche hier. Deswegen, der kriegt jetzt erstmal wieder den Aim. 30% Feuer. Jawoll. Der Feind wurde getroffen. Jawoll. Da muss ich sagen, jetzt bin ich doch sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch hier wieder 100% Suppression. Das heißt, er wird im nächsten Zug nichts machen können. Außerdem hat er wieder auch wieder ein Besatzungsmitglied schon verloren, was ihm Gunnery Points nimmt und ihn damit ein bisschen einschränkt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wo wir aufpassen müssen, ist jetzt mit der Infanterie hier. Weil der macht mir jetzt dann schon ein bisschen Angst. Wir haben hier, wie gesagt, ja keine wirkliche AT-Bewaffnung mehr in diesen Infanteriegruppen. Was wir haben, sind Handgranaten. Ja, aber das haben wir, glaube ich, im Verlauf der Kampagne schon mal erlebt, dass das ein dickes Brett ist, das man da bohren muss, wenn man mit Infanterie und Handgranaten auf Panzerjagd geht. Was machen wir hier? Verlagern wir hier rüber. Und ich glaube, wir bleiben hier in Deckung. Ich bleibe hier in Deckung. Ich hoffe hier einfach auf meinen Panzer, dass wir ihn ausschalten und dann uns mit dem Panzer 4 dann danach um den Crusader kümmern können. Haben wir Infanterie im Sichtbereich? Nein. Kriegen wir hier Position, um den Scharfschützen zu treffen? Nein, kriegen wir nicht. Dann lassen wir die erstmal sitzen. Hier drüben. Ja, macht er. Hier werden wir ihn ganz normal in diese Richtung weiter vorrücken. Um hier ein bisschen mehr zu sehen, weil hier muss auch was sein, ne? Hier haben wir, ja, ein HQ-Panzer, Sherman HQ, with ability to mark targets and spot for mortar,
Der Mörser kommt nämlich auch schon. Den haben wir hier schon gespürt. Was machen wir mit dem? Ja, wir müssen hier auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt hier wegbewegen, denn der Mörser ist eingeschossen auf dieses Feld. Wir bewegen uns weiter hier in den Obstgarten rein. Dann dürfte der leichte Panzer hier auch nicht reinwirken können. Aber wir sollten jetzt den machen. 93% Feuer. Faulty Shell. okay. 99% Feuer. Okay. Sehr schön. Erster Panzer ausgeschaltet. Das gibt uns jetzt hier drüben ein bisschen Luft zum Bewegen. Wie sieht's jetzt mit dem... Oh, guck mal. Wir können hier... Ah, ist minimal, aber warum nicht? Wenn wir... Jawohl, wenn wir nur unterdrücken, wollte ich sagen. Und das hat auch geklappt. Außerdem... Wir bleiben, lassen die auch mal stehen. Die Truppe wird jetzt... Ah, wo bewegt die sich hin? Moment, was kann der sehen? Ich denke, wir gucken, dass wir hier in diesen toten Winkel von ihm reinkommen. Hier. Und dann in Richtung Haus vorankommen. Also da will ich rein. Okay. Die Jungs wurden noch nicht bewegt. Die will ich auch nicht bewegen. Das mittlere Maschinengewehrteam will ich nicht bewegen. Die bleiben hier stehen. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Ich finde den Auftakt, ich bin zufrieden mit dem Auftakt diesmal. Wir haben nicht wie so häufig zu Beginn direkt ein Fahrzeug verloren. Ganz im Gegenteil. Eine Infanterietruppe des Gegners ist ausgeschaltet. Ein Panzer ist bereits ausgeschaltet und der zweite Panzer hier drüben kann im nächsten Zug nichts machen. Und dann haben wir hier auch einen weiteren Schuss im hohen 90er Bereich. Also gute Chancen hier auch den zweiten Feindpanzer auszuschalten. Und wenn das klappt, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es hier mit unserer 21. Panzerdivision weitergeht. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.